Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja genau, ich muss nur hoffen. Oh nein, stimmt ja. Schön, dass die Truhe von so mega Mistviechern bewacht wird. Welches Level hattet ihr nochmal? Kann ich das gucken? Ich habe mich letztes Mal gegen den Affen gestellt. Und für dieses hässliche Vieh. Kann ich mich hierher porten? Nee, kann ich nicht. Soll ich es nochmal versuchen? Ach komm. Ja. Warum ist das viel stärker als der Gorilla? Wem willst du helfen? Ja, komm. Das Vieh wird mich eh vernichten. Bei 76 und der... Was? Ja. Ich komme hier nicht weg. Shit. Ja, synchronisiert euch. Was? Ja, jetzt walze ich dich tot. Achso, das. Body Double. Ja, die Technik, die sitzt. Ja, wenn ich nicht die ganze Zeit auf die Fresse kriegen würde. Kill ihn doch! Ich sollte vielleicht mal heilen. Wieso kann ich kein... Ah, jetzt. Mach doch, ich drücke! Ich drücke! Achso, ich hatte die Waffe nicht ausgerüstet. Ja, toll. Meine Leute verrecken. Oh, ja. Wetten? War klar. Saido, bitte! Danke. Leck mich? Sehr vorbei. Nein. Ja, schön verfehlen. Ah, Mistvieh. Wo starte ich? Hier. Ich wollte eigentlich nur die Truhe haben, sonst nix. Vielleicht sollte ich die Haupthandlung erstmal fortsetzen. Weil da will ich auch hin. Es gibt noch so viele Orte, wo ich hin will. So viel zu entdecken. Hier zum Beispiel. Soll ich Haupthandlung fortsetzen? Na komm. Wir können ja später auch ein bisschen leveln. Achso, nee, ich wollte... ich wollte Waldi eventuell hochmotzen. Toll, was mache ich denn da? Das... Ich weiß gar selber nicht, was ich mache. Oder Kolonie 9. Wo ist denn Kolonie 9? Ist das der Kolonie 9? Ja. Ich muss da mit Sion reden, oder? Ja, dann mache ich erstmal, weil es wird eh ausgeschnitten. Okay, da stand, ich kann auch Nobum-Münzen verwenden, um den Klassenrang zu steigern. Wie macht man das denn? Welchen Rang habe ich?
4. Ah! Die Frage ist nur, welche Nob und Münzen benutze ich da? Moment, testen wir es mal. Lands. Wie viele Münzen habe ich? 79, 99. Das war falsch. Ja, ich wollte nur wissen, was das macht. Nein, will ich nicht. Was? Achso, Outdoor-Ausrüstung ist das. Wie erhöhe ich jetzt die Ränge? Mit den Münzen? Oh, cool. Aber nee, ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt. Helden vielleicht? Seelenkontrollenliste. Ausweichpose. Okay, das habe ich schon gelernt offensichtlich und das da noch nicht, oder wie? Also nee. Ah. Ach, scheiß drauf. Wobei, ich muss Sion dabei haben, glaube ich. Genau, Kolonie 9 muss ich ja noch 1000 Sachen bereden. Harala. Harala kann in letzter Zeit nicht mal Lebnisse vernünftig warten. Ist riesengroßer Kopfschmerz. Also bitte reichlich Materialien mitbringen. Ja, ewiger Dank von Harala wären Freundin gewiss. Da. Komm, sag jetzt bitte. Sag dem Fox, die anderen. Essensproblem. Ja, komm! Nein, noch mehr Informationen, die ich eigentlich nicht will. Seit wir die Verbindung zum Schloss verloren haben, bekommen wir natürlich auch keine neuen Rekruten mehr geschickt. Wer ist eigentlich der Jüngste hier in Kolonie 9? Achso, das war Lenz, Kolonie 9. Ruhe, er ist der Letzte, den sie uns zugeteilt hatten. Er kann natürlich nicht mitkämpfen, wie du das immer gemacht hast. Deshalb hatte ich es nicht leichter als seine Leibwächterin. Er ist die letzte Verstärkung, die wir je kriegen werden. Ich hoffe, wir kommen mit unserer jetzigen Stärke aus. Ja, aber irgendwie komme ich keine, ja, ihr wisst schon, da rein komme ich nicht, keine, ja, ja, sie versteht sich jetzt besser mit der Kolonie Andeutung. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Sion dabei haben muss. Du. Ich sag's euch ganz deutlich, für mich seid ihr immer noch die Nulpen von damals. Ich ziehe die Nummer auf meine Weise durch und bring Kolonie 9 zu alter Stärke zurück. Ich kann das. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin. Ich bin nicht wieder. Es wird nicht wieder so ablaufen wie damals. Kite. Kite ist ein Trottel. Ganz offensichtlich. Muss doch noch irgendwas zu bereden sein bezüglich Kolonie 9. Da! Ja, Nob und Händler kann mich mal. Und da auch. Okay, hören wir mal rein. Fox sind in letzter Zeit rum. Mhm. Essensmangel, okay. Ja, ja, ja. Komm! Gib die andere Info her, die ich schon seit ewigen Zeiten haben will. Nein. Na, herrlich. Nicht.
Kommandeur, ja. Gut, dann besprechen wir erstmal das Zeug. Wahrscheinlich muss ich diese Quest zuerst erledigen. Komm, Kantine. Ist eigentlich egal, was ich hier koche. Was? Bohnen? Jo. Irgendwas? Was macht denn das? Ist das für keiner? Ja, komm. I'll start, shall I? All finished. Ja. Ah, okay. Toll. So that's a new recipe, then. Dann redet mal. Ja, die beiden Wegweiser. Also Kolonie 30, nicht Kolonie 9. Ich bin doch auch ein Trottel. Let's lay out the facts. Die Leute in Kolonie 9 machen sich echt Sorgen, dass sie bald nichts mehr zu essen haben. Ja, schon hart. Da befreien wir sie von der Flammenmoor und dann müssen sie trotzdem weiter ums Überleben kämpfen. Sion hat zwar die Felder angelegt, aber bis die Kolonie sich davon ernähren kann, wird es eine ganze Weile dauern. Kite ist nicht der Einzige, der den jetzigen Zustand scharf kritisiert, nicht wahr? Wenn man die Probleme nicht sofort angeht, könnte es ziemlich aus dem Ruder laufen. Ich muss euch mal was verraten. Meine Rüstung sieht geil aus, nicht wahr? Ich meine, mir ist sogar schon zu Ohren gekommen, dass ein paar der Soldaten ziemlich unschöne Pläne schmieden. Echt jetzt? Und der muckt da schon wieder? Fox, er plant anscheinend, eine andere Kolonie in der Nähe zu überfallen. Das ist ja... Oh Mann, dem hat doch echt einer in die Wiege geschissen. Okay, das steht da. Ich habe nur Lance vorgelesen. Ich hoffe, wir können das Problem lösen, bevor er seine Pläne in die Tat umsetzt. Aber ich finde es schön, dass so eine Ausdrucksweise verwendet wird, weil... ja, es ist ja nicht so wie bei Pokémon und so weiter, wo eben alles schön geredet wird. Wobei man sagen muss, dass bei neueren Pokédex-Einträgen auch getötet steht oder so. Und das war eben früher nicht der Fall. Deswegen finde ich es schön, dass so eine Ausdrucksweise, so unschön sie auch sein mag, aber sie gehört nun mal zur Jugendsprache, nenne ich es jetzt mal. Oder zur heutigen Gesellschaft. Keine Ahnung, wie man es ausdrücken will. Deswegen finde ich es schön, dass sowas auch verwendet wird und nicht, dass einfach alles schön geredet wird. Ich meine, man muss nicht total vulgär werden, aber man sollte auch einigermaßen realistisch bleiben. Ob Kite wohl auch mit ihm unter einer Decke steckt? Wenn Kite dabei ist, könnte es ja eine richtige Meuterei werden. Er ist bei den Leuten sehr beliebt, weil er sich ständig für sie einsetzt. Verstehe. Ich frage mich, ob Kite Fox von seinem Vorhaben abhalten könnte. Wer weiß, aber ich bin ziemlich sicher, wir können sie in der Kantine finden, wo sie ständig rumhängt. Rumhängen. Ja, wir sollten sie suchen und einmal mit ihnen sprechen. Veränderungen. Ja, Veränderungen müssen nicht immer gut sein. Wie wär's mit dem Anfang? Die Lieferungen aus Kolonie Iota sind für viele Kolonien die langersehnte Rettung. Du meinst, das Zeug, das wir verteilt haben, fühlt sich gut an, wenn es den Leuten eine große Hilfe ist. Ja, nur leider kriegt nicht jeder was davon. Dabei haben wir ja eigentlich nur die Collecticum-Karten benutzt, mehr nicht. Wenn Alexandria und Kolonie Iota nicht so ein gut gefülltes Lager hätten, hätten wir gar nichts ausrichten können. Da ist was dran. Und ich habe schon wieder meine Augen. Die hat immer so ein, wie nennt man das, schelmisch? Die hat immer so einen schelmischen Blick drauf. Also, ich weiß jetzt nicht, wie der Begriff heißt. Ich glaube, er heißt schelmisch. Aber sie guckt immer so, Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Sie ist die, die das ganze Lob verdient. Schließlich hat sie ja auch die Karten erfunden. Das würde ihr aber nie ins Gesicht... Das würde ich ihr aber nie ins Gesicht sagen. Ja, diesen Blick meine ich. Zum Beispiel. So ein kleines bisschen kann ihr arrogantes Lächeln nicht mehr abhaben. Echt? Ich mag ihr Lächeln irgendwie. Ich auch, ist doch voll süß. Seid ihr sicher, dass ihr das gleiche Lächeln meint? Der Gesprächsverlauf verwirrt mich auch etwas. Okay, ihr habt...
gewisse Sorgen. Finde Fuchs bei der Kantine in Kolonie 9. Ja, ich bin ja in der Kantine. Hat nur ein paar Tische weiter weg. Ey, ihr Rebellen. Ich klatsche euch um. Hallöchen, Kite. Ist Fox heute nicht da? Was fragst du mich? Wir kleben nicht so aneinander wie ihr. Was tun wir? Ich dachte, er will ihn eine reinhauen. Ruhig Blut, Leute. Wir sind doch nicht hergekommen, um Stunk zu machen. Reizend. Na, und warum seid ihr dann hergekommen? Nur um mit Fox zu sprechen, oder wie? Ja, da gäb's etwas, was wir mit ihm besprechen wollen. Fox wollte ein paar Leute zusammentrommeln, für eine Jagd oder so. Jagd? Hast du auch eine Ahnung, in welcher Gegend sie jagen wollten? Da kann ich euch leider nicht helfen. Oh, aber letztens hat er sich nach der Route Richtung Melnat Plateau erkundigt. Von hier aus Richtung Melnat Plateau, das wäre ja... Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Die von hier aus nächstgelegene Kolonie auf dem Melnat Plateau. Es ist gut möglich, dass sie in Richtung Kolonie Gamma aufgebrochen sind. Was? Wir müssen sofort hinterher. Moment mal, worum geht es hier eigentlich? Um Meuterei. Da ist noch was da. Achso, es ist ja meilenweit weg. Hä? Da? Na wartet. Kommt her, Kollegen. Ich klatsche euch alle um. Dann werdet ihr euch zweimal überlegen, ob ihr meutert oder nicht. Kann ich sie hier einfach killen? Nee, kann ich natürlich nicht. Wir sind ja die Guten. Wir dürfen ja niemanden killen. Ja. Jetzt kommt sie und klatscht euch um, ihr Ignoranten. Weil Sion ist ihr wahrer Held. Er hat sich's verdient. Warum rennt er eigentlich so, obwohl er so eine Rüstung hat? Fox. Ihr schon wieder? Guck nicht so doof. Was macht ihr hier? Ihr dürft keine Kolonien angreifen. Ja. Ich meine, er ist ein Unsympathler. Es macht nichts, wenn ich ihn... Speichern kann ich nicht mehr, oder? Es macht nichts, wenn ich ihn aufs Maul hau. Aber es gibt ja keine handfesten Beweise dafür, dass er Kolonien angreift. Ah, das ist jetzt wieder so eine Sache. Was ist, wenn ich dann der Böse bin? Oh Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Was macht ihr hier? Wir bereiten uns auf eine Jagd vor. So weit draußen wollt ihr jagen gehen? Ja, denn hier gibt es bessere Beute als in der Nähe von Kolonie 9. Ja, komm. Euer Ziel ist Kolonie Gamma, oder? Wenn ihr mit so einer kleinen Gruppe angreift, werdet ihr es nicht überleben. Ihr solltet die Sache besser aufgeben. Pah, was verstehst du denn schon davon? War ja klar. Okay, ihr wollt echt auf die Schnauze. Hab ich kein Problem damit. Aber gut, okay, die Vermutung hat sich wohl bestätigt, dass er tatsächlich Kolonie Gamma angreifen wollte. Ich hab's zumindest einmal im Guten versucht, man kann mir keinen Vorwurf machen. Aber er will es ja nicht anders, sorry. Er ist nun mal dumm, da kann ich nichts dran ändern. Aber wenigstens regt er mich nicht so auf, dass ich von seiner Dummheit Kopfschmerzen bekomme. Das ist ja leider so, dass wenn ich merke, Leute sind dumm, und zwar so richtig dumm und nicht nur einmal, dann kriege ich davon Kopfschmerzen. Gah,
Wie ist das? Warum wolltet ihr eine andere Kolonie angreifen? Ihr wisst doch genau, dass wegen des Materialmangels so langsam die Unzufriedenheit unter den Leuten hochgekocht ist. Und wer wird dann als erstes Ziel der Anfeindungen? Die Ausrüstungsabteilung. Wie Noah gerade die Augen aufgemacht hat. Ich verstehe ja, dass die Leute Angst haben, was aus unserer Kolonie werden soll. Aber dann sollte sie Camilla und den anderen das Leben doch nicht noch schwerer machen. Du wolltest also Camilla helfen? Wir haben doch schon Gegenmaßnahmen ergriffen. Die Ergebnisse lassen noch auf sich warten, aber ich verspreche dir, dass die Lage sich bessern wird. Ich bin dir dankbar, dass du dir um die anderen in Kolonie 9 solche Sorgen machst. Und ich bin gespannt, ob du dein Versprechen einhalten können wirst. Das werde ich. Mensch, mach dir einen Unsinn. Da ist er. Hey, Fox! Na, sieh mal einer an, wer da ist. Lasst uns zur Kolonie zurückkehren. Okay. Und irgendwie habe ich jetzt Halsschmerzen, das ist doof. Das ist schlecht fürs Kommentieren. Ja, muss ich lösen. Ab zur Kolonie. Rückzug, wo ist die Kolonie? Da. So. Ich muss irgendwie Lebensmittel bekommen. Gibt es das zu besprechen? Nee, oder? Zum Hügel der Hoffnung. Scheiß doch auf den Hügel der Hoffnung. Da will ich nicht hin. Wo will ich denn hin? Kolonie 30, wo ist die denn? Harmoniediagramm. Ich wollte gerade sagen, warum hat die Musik sich nicht geändert? Genau, du unterstützt die drei. Kolonie 30 ist daneben, das ist Handwerksmeister Waldi. Ah. Wow, alle lieben ihn. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, in welcher Gegend er ist. Geil, oder? Ich glaube hier irgendwo. Da, Kolonie 30. Ja. So. Ich glaube, ich muss jetzt Waldi ausrüsten, oder? Ja. Was? Was soll das? Ihr dreckigen Hunde, ich habe nicht safen können. Was ist das denn jetzt? Ihr Verhurten. Warum passiert das in letzter Zeit? Bei Danganronpa V3 ist es auch ein paar Mal passiert. Was hat man mit Switch? Die hat gar nichts. Die hat zu funktionieren. Der N64 funktioniert auch noch und der ist wie alt? 1997, 98? Irgendwie sowas. Was weiß ich. Oh, jetzt kann ich wieder 100 Jahre warten, bis es zu Ende geladen hat. Danke. So, wo starte ich? Hab wenigstens einen Schnellspeicher gehabt, bitte. Wenn ich jetzt wieder irgendwo im Nirgendwo starte, dann reiße ich euch die Köpfe ab. Ja, danke. Oh, ich starte hier. Keine Musik? Doch, jetzt.
dachte schon. Ach gut. Ich muss niemanden den Kopf abreißen, das ist sehr schön. Ich muss nicht zum Mörder werden und krieg keine Danganronpa-Verurteilung. Ach komm, lass mich Informationen hören. Vielleicht brauche ich sie ja, weil das die andere Information ist, die ich brauche. Wer weiß. Nein! Fuck. Apropos, ich habe ja noch diese Collecticon-Karten. Missionen. Habe ich davon noch mehr? Kriege ich die irgendwie zurück? Nein! Ich habe nur ein dummes Gut noch. Rede mit mir. Verschiedene Dings des Wartungsbereichs. Muss Bauern gehalten werden. Was? Im Wartungsbereich? Ich glaube, er hat 1000 Millionen Mal entschuldigt, aber. Sollte ich doch mal für dich übersetzen. Ich wette, dieser Schraubenkasten ist längst nicht mehr sauer auf dich. Schraubenkasten. Rede, Mecha-Freund. Mecha-Freund, wie geht es dir, meine. Danke. Alles in Ordnung? Keine losen Schrauben? Ja, das verstehe ich. Keine Sorge. Das nächste Mal, wenn deine Wartung ansteht, kümmere ich mich selbst darum. Okay. Wenn. Red mit mir. Muss ich dich anlabern? Habt ihr Levenisse der dritten Einheit gesehen? Sie sind spät dran und ich mache mir Sorgen. Ich habe ihnen schon so oft gesagt, dass sie die Wartung ihrer Levenisse nicht vernachlässigen sollen. Ach, Eron. Verfunkt. Was ist da bloß los? Könnt ihr euch mal darum umhören? Mal umhören? Ah, okay, okay. Es muss aber noch irgendwo eine Information geben. Wow, noch viel mehr. Top und Flöte spielen, Qual für die Ohren. Ich glaube, das wird der letzte Part, den ich heute aufnehme, weil irgendwie ist mein Hals nicht mehr ganz so gut. Ja, endlich, danke. Genau das habe ich gewollt. Jetzt kann ich mich an die Theke setzen oder wo auch immer und kann das ganze Zeug belabern. Centuris. Okay, Lieblingslemnisse. So, ich brauche irgendwie eine Cafeteria oder so. Gibt's hier eine Cafeteria? Ja, am Arsch der Welt. Am anderen Ende der Kolonie. Festung hätte ich fast gesagt. Na komm. Macht Platz. Kantine, vielleicht könnt ihr irgendwas zu essen lernen. Fischfilet, ja, her damit. Ich glaube, ich kann so ein paar Dinger lernen. Oder auch nicht. Egal. Jetzt können wir wenigstens noch besprechen. Oh, eine ganze Menge. Nur das fehlt noch. Hört mal, ich wollte euch was fragen. Geht's zufällig um Lemnisse? In dem Fall solltest du dich lieber an Rico wenden. Eigentlich hast du recht, Tyon, aber in diesem Fall will ich lieber mit euch reden. Will ich lieber euch fragen. Bitte sagt mir, welcher eure Lieblingslevnis ist. Du meinst die Typen wie Equites oder Veltis? Velitis? Keine Ahnung. Genau. Also ich mag die Thoraxe. Damit kommt man gut rum. Mir gefallen die Balaenas. Die wirken irgendwie so lustig. Was ist mit dir, Tyon? Dann nehme ich mal den Geryonus. Das ist die neueste Spitzentechnologie. Ich habe keine Ahnung, was das alles für Bauten sind. Noah, Mio, wie sieht's bei euch aus? Puh, ehrlich gesagt habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Ich auch nicht. Das ist... Was ist denn dein Lieblingslemnis, Waldi? Meiner ist natürlich... Stopp, du brauchst es nicht zu sagen, wir wissen es. Was? Aber ich will's sagen. Bitte lasst es mich sagen. Oh, der Arme. So, Erkundungstrupp. Der Kontakt zu einer Lebenseinheit, die von Kolonie 30 losgeschickt wurde, ist offenbar in der Wüste Danga abgebrochen.
Das war die Einheit, über die sich Wen Sorgen gemacht hat, oder? In der Wüste Danga treten oft Signalstörungen auf. Der Kontaktabbruch könnte einfach in einem Sandsturm begründet sein. Das heißt, die Leute in dieser Einheit glauben womöglich, dass sie noch kämpfen müssen. Aber wir haben die Flammenuhr von Kolonie 30 zerstört. Naja, wenn die keinen Kontakt mehr zur Kolonie haben, können sie auch schlecht derartige Infos erhalten, oder? Ich sag nix. Noah, ich möchte sie suchen. Könnt ihr vielleicht mitkommen? Natürlich. Auf zur Wüste Dangan. Danak, nicht Dangan. Wie komme ich auf Dangan? Weil Dangan Ronpa oder wie? Nein, es ist allgegenwärtig. Oh, ich muss mich anders hinsetzen. Zum Glück ist der Party gleich vorbei. Es gibt wirklich ziemlich viele Noppern in Kolonie 30, oder? Stimmt. In Agnes haben wir keine Kolonie mit einer derart hohen Zahl an Noppern. Schon etwas verrückt. Ach, wo wir von Verrückten sprechen. Sieht aus, als gäbe es unter den ganzen Noppern auch ein ziemlich schräges Fellknäuel. Der Kerl spielt doch glatt auf einer Wegweiserflöte. Von dem habe ich auch gehört. Sein Geflöte soll allerdings grässlich sein und allen tierisch auf die Nerven gehen. Wenn er damit innerhalb der Kolonie spielt, heißt das wohl, er versucht zu üben? Da könntest du recht haben. Apropos üben, in Kevis besucht man einen speziellen Kurs, um Wegweiser zu werden, nicht wahr? Können auch Noppern diese Kurse belegen und Wegweiser werden? Ich schätze, das wäre möglich. Als ich den Kurs gemacht habe, waren allerdings keine Noppern dabei. Ein Noppern, der übt, um Wegweiser zu werden. Irgendwie würde ich ihn gern mal kennenlernen. Na, dann geh doch mal zum Wohnbereich von Kolonie 30. Da soll man ihn ja öfter gehört haben. Gute Idee. Und woher wisst ihr das? Naja, egal. Den weißen Nebel lassen wir mal. So, dann werde ich hier den Part beenden. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!